Servus Bayern-Fans und herzlich willkommen zum Spieltag-Teaser zu Barcelona gegen Bayern, dem Viertelfinalspiel der diesjährigen Champions League-Saison 19/20. Genau. Wie ich gesagt habe, vielleicht auch nicht, aber ihr könnt es im Titel lesen, handelt es sich hier um eine Zusammenfassung. Das bedeutet, den richtigen Teaser gibt es auf Spotify, Anchor oder was auch immer. Könnt ihr euch gerne anschauen, am besten anhören, weil anschauen wird schwer. Genau. Hier in der Zusammenfassung gibt es wirklich nur die reinen Fakten und hin und wieder mal auch ein paar kleine Einspieler. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir heißen FC Bayern Spieltag Teaser. Und dort könnt ihr unsere Podcasts überall anhören. Es sind doch ein paar. Und nicht mehr verwechseln mit unserem alten Namen. Wir haben uns jetzt umbenannt. Also verbannt diesen Namen auf Spotify aus euren Köpfen und sucht nach FC Bayern Spieltag Teaser, um einfach, ja, verbessert zu beschreiben, was wir auf unserem Kanal machen. Und jetzt gleich ganz viel Spaß mit der Spielbewertung von FC Bayern München gegen FC Chelsea. Bis gleich. So, da sind wir wieder mit dem Chelsea-Spiel. Es ist das von uns allen erwartete sichere Spiel für Bayern geworden, was wir eben auch so erwartet haben. 4:1 ist es ausgegangen, Tore von Lewandowski, Tolisso und Perisic. Und Lewandowski davon zweimal und auf der Gegenseite von Tammy Abraham. Alles in allem ein recht solides, stabiles, sicheres Bayern-Spiel. Hat eigentlich nie außer kurz nach dem Anschlusstreffer wirkliche Zweifel an dem Bayern-Sieg gegeben und an dem Bayern-Weiterkommen schon gar nicht. Genau. Dieser Gegner wäre somit aus dem Weg geräumt. Und wir haben natürlich die Spieler auch bewertet. Zum einen haben wir im Neuer, an Neuer im Tor, unserer Meinung nach der schlechteste Spieler. Er hat zum einen das Tor zu verschulden, beim Abseitstor hat er nichts tun können, ist kurz vor dem Gegentor auch ein Abseitstor gefallen, wunderschöner Schuss vom Hudson-Odoi, aber im Vorfeld des Tores hat es eine Abseitsstellung gegeben, konnte nichts machen, ganz im Gegensatz zum Anschlusstreffer von Tammy Abraham, wo er den Ball falsch pariert und direkt zum Gegenspieler leitet. Kann mal passieren, so eine Aktion, aber ich hoffe mal, dass sie ihm jetzt nicht auch noch gegen Barcelona passiert. Aber ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Und dann kommen wir zum nächsten. Das sind Alaba und Boateng. Beide mit einer soliden defensiven Leistung. Einmal meine ich etwas nachlässig, beim Rest konnten sie recht wenig tun, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Es ist Gott sei Dank auch nichts allzu groß schiefgelaufen, deswegen beide eine 2-. Nichts Besseres, weil sie eben an sich nichts oder fast nichts zum Offensivspiel beigetragen haben. Dann die Außenverteidiger. Kimmich mit einer 3 hat uns auf seiner früheren Rechtsverteidigerposition nicht ganz so gut gefallen wie sonst oder wie halt auch zuletzt Pavard. War defensiv stabil, auch wenn es da wieder mal nicht allzu viel zu tun gab. Auf seiner Seite, wenn dann sind die Gegner meistens über die Seite von Davies gekommen und offensiv ist beim Kimmich auch relativ wenig gegangen. Deswegen kein allzu gutes Spiel von ihm. Aber noch in Ordnung. Anders schaut es beim Davies aus. Hat immer mal wieder auch gut nach vorne mitgearbeitet. Hat defensiv auch etwas mehr zu tun gehabt als Kimmich. Und hat seine Seite eigentlich größtenteils sauber gehalten. Und hat sich deshalb unserer Meinung nach eine 2 verdient. Ähnlich schaut es bei den beiden Sechsern aus. Goretzka und Thiago. Beide mit einer 2. Goretzka eher unauffällig, hat aber immer mal wieder auch wichtige Zweikämpfe gewonnen und
war jetzt nicht ganz so offensiv und effektiv. Hat Bayern aber immer mal wieder auch viel Trouble quasi schon mal in der Entstehung ausgeschlossen, wenn man jetzt versteht, was ich meine. Thiago hat ein sehr, sehr stabiles Spiel gespielt. Leider auch recht wenig bei rumgekommen bei den Sachen, die er gemacht hat. Aber sehr starkes Spiel von ihm und deswegen eine 2. Und empfiehlt sich auch dadurch für weitere Einsätze, auch wenn Pavard vielleicht wieder fit ist. Dann der Müller auf der 10 hat ein recht unauffälliges Spiel bestritten, ähnlich wie Goretzka und Kimmich. Und hat auch nicht allzu viel zum Sieg beigetragen, bis auf einen Zweikampf in der Entstehung zum 2 zu 0. Hat er einen wichtigen Ball gewonnen, erobert. Und daraus ist dann halt das Tor geworden, das der Perisic schlussendlich hineingemacht hat. Sonst aber recht unauffällig, ist viel gelaufen in der Offensive, aber hat auch relativ wenig zustande gebracht ansonsten. Die beiden Außen, Perisic mit einer 2. Wie gesagt, hat das Tor gemacht. Gnabry an sich sehr unauffällig, auch recht ineffektiv, hat aber immer mal wieder auch defensiv mitgeholfen und hat auch ein paar Zweikämpfe gewonnen. Also an sich 2- für Gnabry verdient. Perisic war etwas auffälliger, auch natürlich dank dem Tor, das er aus der von ihm ungewohnten Rechtsaußenposition geschossen hat. Aber das kennt man ja inzwischen vom Bayern-System, dass die Flügelspieler gerne auch mal die Seiten wechseln. Und ist dann aber auch nach 62 Minuten raus und hat sich somit sein Zweier verdient. Und der beste Mann, the man of the match, Lewandowski, an allen 4 Treffern beteiligt, glatte 1. Mehr geht nicht eigentlich beim Stürmer. Deswegen, ja, verdient bester Spieler des Spiels und wahrscheinlich auch der Welt, wenn man die Form derzeit betrachtet. Es gibt wirklich in unserer Meinung nach niemanden, der ihm irgendwie das Wasser reichen könnte oder ihn übertrumpfen könnte. Aber ich glaube, das merkt man auch an seinen Statistiken, Toren, Vorlagen, was auch immer. Dann kommen wir zu den Auswechselspielern oder Einwechselspielern in dem Fall. Süle ist reingekommen für Boateng, weil der etwas angeschlagen war und hat direkt mal seine Sache besser gemacht, wie er unserer Meinung nach. Ist defensiv immer sehr gut gestanden, hat sich in Schüsse reingeworfen und war offensiv aktiv. Hätte er länger gespielt, wäre es wahrscheinlich eine bessere Note geworden. Aber so kann man sich eigentlich bei Süle auf keinen Fall über irgendwas beschweren. Coutinho war es etwas, ja, bescheidenerer Auftritt, mehr oder weniger. Er hat auch eigentlich nichts zustande gebracht, hat aber im Mittelfeld gut mitgeholfen, war immer wieder Anspielstation und hat auch immer wieder seine Gefährlichkeit angedeutet mit Schüssen oder Schussversuchen. Einer ist auf dem Tor gelandet, der Rest ist leider abgefangen worden von den Verteidigern. Also 3 plus ist verdient. Dann Odriozola und Tolisso, etwas später eingewechselt als die anderen beiden. Beide mit einer 2 ausgestattet, beide mit einer Torbeteiligung. Odriozola hat mir auf der Rechtsverteidigerposition besser gefallen als Kimmich. Erstens, weil dieses Spiel nicht ganz so defensiv war von Bayerns Seite aus und defensive ist es, was da Kimmich eigentlich dem Spiel größtenteils gut gemacht hat. Odriozola ist da etwas offensiver unterwegs gewesen und war dementsprechend auch auffälliger und hat sich dann selber auch mit vielen Laufwegen und einer Vorlage für Lewandowski belohnt.
Tolisso hat erst einmal in Mittelstürmerposition ein Tor reingemacht, das auch wirklich nicht leicht zu nehmen war. War sonst aber immer wieder Anspielstation und hat das Spiel mitgelenkt. Hat uns auch sehr gut gefallen. Könnte man sich vielleicht auch nochmal überlegen, ob der nochmal ein paar Einsätze bekommt in der Champions League und vielleicht auch in der nächsten Saison. Anders schaut es da bei Martinez aus, denn der wird halt Bayern höchstwahrscheinlich verlassen. Ist trotzdem aber immer ein sehr stabiler defensiver Mittelfeldspieler oder Innenverteidiger, auf den man sich auch verlassen kann, der da ist, wenn man ihn braucht und dann Leistung zeigt. Ist aber zu kurz zum Einsatz gekommen, deswegen keine Note für ihn. Vielleicht beim nächsten Mal mehr Zeit. Dann vergleichen wir die Ergebnisse. Wir haben immer wieder auch ein Tippspiel am Laufen, auch jetzt gerade im Moment. Link ist auch in der Beschreibung. Wenn ihr joinen wollt, dann geht da drauf, ein Community-Tippspiel. Dort tippt ihr dann gegen uns die Spiele der Champions League, der Europa League und der Bundesliga dann wieder ab nächster Saison. Also, wer Bock hat, einfach joinen. Es ist kostenfrei und ist einfach ein Fun-Tippspiel. Aber jetzt erstmal unsere Tipps vom letzten Mal. 3 zu 1 vom Emanuel, 2 zu 0 von mir und 3 zu 0 von Lennart. Emanuel und ich bekommen jeweils 2 Punkte, weil wir die richtige Tendenz haben. Lennart 3 Punkte, weil er zusätzlich zur Tendenz auch nochmal die richtige Tordifferenz getippt hat. Anders schaut es da beim nächsten Spiel aus. Emanuel und ich mit 0 Punkten, Lennart mit 3 Punkten, weil er erstens auf die richtige Mannschaft, zweitens richtige Tordifferenz. Genauso schaut es nicht aus bei Juve gegen Lyon. Alle drei zwar mit richtigem Sieger, aber falsche Tordifferenz, jeweils 2 Punkte. Und beim letzten Emanuel und ich wieder mit dem richtigen Sieger, Lennart nicht, aber falsche Tordifferenz, deswegen auch nur 2 Punkte jeweils. Könnt ihr hier nochmal eingeblendet sehen. Und dementsprechend haben wir dann heute den Sieger des Spieltags, nämlich Lennart mit 8 Punkten. Glückwunsch an der Stelle. Das Viertelfinale zwischen Barcelona und Bayern wird nämlich hoffentlich der Brecher oder der Bruch des spanischen Fluchs. Und zusätzlich, wenn man den Statistiken glaubt, die Vorentscheidung auf den Gewinner der Champions League. Denn immer wenn diese beiden Mannschaften in der K.O.-Phase aufeinander getroffen sind, dann hat der Sieger später die Champions League gewonnen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass Bayern dieses Spiel gewinnt. Und wir sind aber allesamt recht optimistisch, weil Bayern gerade diesen Run hat. Barcelona eigentlich eher einen, ja, schlechten Run hat. Haben jetzt erst letztens die Meisterschaft aus der Hand gegeben. Und haben jetzt auch gegen Neapel nicht ganz so dominant gespielt, wie sie es vielleicht ursprünglich wollten. Aber die Details dazu und auch ein paar kleine Side-Infos und Meinungen könnt ihr alle in unserem Podcast hören. Wie schon gesagt, erster Link in der Beschreibung. Und dann gehen wir zu unseren Aufstellungstipps, denn die haben wir natürlich auch wieder für euch vorbereitet. Einmal dieselbe Formation wie im Spiel gegen Chelsea. Perisic, Gnabry, Lewandowski, Müller im Sturm. Thiago Goretzka Doppel-6 und die üblichen Verdächtigen in der Verteidigung. Boateng wird rechtzeitig fit. Dann eine sehr interessante Aufstellung. Sturm ist auch wieder gleich, Doppel-6 ebenfalls. Nicht, denn Kimmich spielt dort anstelle von Thiago. Dafür ist Odriozola auf die Rechtsverteidigung gezogen, weil er uns, wie gesagt, besser gefallen hat als Kimmich dort. Und der Süle spielt, um Boateng zu schonen, falls doch irgendwie eine Verletzung vorliegen sollte, die noch nicht ganz so schnell verheilt. Und natürlich neu am Tor. Und hier die gleiche Aufstellung für wie letztes Mal im Spiel gegen Chelsea.
Mit dem einen Unterschied, dass Coman wieder fit ist und statt Perisic spielt. Und jetzt haltet das Video an und tippt, wer, oder schreibt es in die Kommentare, wer von uns welche Aufstellungstipp abgegeben hat. 3, 2, 1, okay. Ganz links von Emanuel, ganz rechts von Lennart und ich habe mich gewagt und habe Odriozola in die Startelf einer Champions League Aufstellung getippt. Ihr könnt mich in den Kommentaren gern flamen, aber ja, es ist halt meine Meinung. Genau, dann kommen wir noch ganz fix zu unseren Tipps. Der Emanuel tippt auf ein 4-1, nicht für Barcelona, habe ich mal wieder verkackt, sondern für FC Bayern. Ich tippe auf ein 4-2 für FC Bayern und Lennart ebenfalls auf ein 4-1. Wir sind uns alle relativ sicher, dass Bayern eben deutlich weiterkommt und das mit nicht weniger als 4 Toren. Dann unsere Tipps für City gegen Lyon sind interessant, weil Emanuel und ich auf City tippen, was wahrscheinlich die meisten von euch auch machen würden. Nur Lennart tippt auf Lyon. Das ist meiner Meinung nach auch ein gewagter Tipp, aber hat durchaus seine Berechtigung, wenn man beachtet, dass sie trotz der langen Spielpause noch so vergleichbar stark gegen Juventus spielen konnten und die haben immerhin Ronaldo. Und so einen Torgaranten hat City jetzt an sich nicht. Also lassen wir uns überraschen und kommen zum nächsten Spiel. Atalanta gegen PSG. Emanuel und ich sind beide der Meinung, dass es in die Verlängerung geht, aber dann mit unterschiedlichen Siegern. Ich und Lennart sind dementsprechend der Meinung, dass Atalanta PSG raushaut, einfach weil die zurzeit eine Bombenform haben und PSG nicht allzu viele Pflichtspiele bestritten hat und Mbappé fehlt. Ja, das sind so ziemlich die wichtigsten Faktoren. Könnt auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Spiel ist ja schon heute Abend. Und wenn ihr es später seht, dann könnt ihr uns auch ruhig auslachen für unsere Tipps. Dann Red Bull Leipzig gegen Atletico Madrid. Auch wieder geteilte Meinungen. Emanuel und ich sind dafür, dass... Wir sind auf jeden Fall dafür, dass Leipzig weiterkommt. Auch wenn es bei Emanuel knapper ist als bei so manch anderen, denn es wird erst im Elfmeterschießen entschieden werden, sagt er. Ich tippe auf ein solides oder knappes 2-1 und Lennart ebenfalls tippt auf die defensiv starken Atletico Madrilene, wie auch immer, und sagt, dass es 0-1 ausgehen wird. Schreibt eure Tipps gerne alle in die Kommentare und ja, schreibt, wer richtig getippt. Außerdem, wer unserem Tippspiel beitreten will, wir hätten oben auch im kleinen i eine Anleitung vermerkt, wie ihr uns beitreten könnt und gegen uns tippen könnt. Wir sind da auch recht aktiv. Es kostet nichts, es ist einfach für Fun und um sich mit anderen Leuten zu messen, über Fußballwissen und was auch immer. Also, wer Spaß hat am Tippen, haben wir, der kann da gerne joinen. Und dann wünsche ich viel Spaß beim Spiel gucken, beim Bayern gucken und Daumen drücken, bitte an alle. Nochmal kurz Eigenwerbung, wir haben auch einen Instagram-Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.